Hallo Leute, ist mal wieder soweit, Wochenende und ich habe Zeit, mal wieder ein kurzes Video zu machen. Heute gibt es wirklich ein ganz kurzes Video zu ein paar neuen Sachen, die ich habe. Anwendungsvideo mache ich morgen. So, zum Ersten. Hier dieses Messgerät habe ich heute jetzt alles reinbekommen. Und zwar besteht das aus diesem Block. Da ist übrigens auch schön mein Logo eingraviert. Sieht man zwar nicht so gut, aber es ist drin. Dann ist es dieser Slider hier oben. Hier ist das zusammengebaut, dass ihr das mal seht. Hier, das ist dieser Slider, den ich praktisch, ich zeige das mal kurz. Wenn ich das Messer nehme, habe das Messer eingespannt, lege das Messer hier drauf, fahre mit dem Knopf da dran, ziehe hier die Schraube an und kann dann hier ganz einfach mein Maß ablesen, das ich in die Software eingeben kann. Das Teil besteht aus, ach übrigens, meine neue Klammer, die beidseitig schließende Klammer, die kennt ihr ja schon, habe ich schon vorgestellt, die hat dieses Gewinde, das hier unten raussteht auf beiden Seiten, weil ich muss ja über ein Gewinde schließen. Und das war natürlich auf dem ersten Block, den ich hatte, hier. Das war das erste Muster, auch ohne Rot obendrauf, also das Rot musste sein, das wollte ich unbedingt haben. So, wenn ich das jetzt hier drauf gesetzt habe, ich mache das mal ein bisschen auf, dann hat mein Messer ja immer gekippelt. Ja? Und um das wegzukriegen, haben wir hier eine Nut eingefräst. Jetzt passt dieses Messer hier wunderbar rein. Ich kann hier anlegen, spannen, einwandfrei, ganz wie ich möchte. Das ist also überhaupt kein Problem. Ich lege jetzt hier hinten an. So, dann mache ich hier einen Block dagegen. Spann fest, nimm das Messer runter und kann hier wieder mein Maß ablesen. So, das war die Nummer 1. Das besteht übrigens, kann ich kurz noch zeigen, das besteht aus mehreren Komponenten. Währenddem beim ersten hier unten noch eine Fräsung drin war, haben wir das ersetzt durch zwei Metallstifte. Das hat einfach den Vorteil, das gleitet viel, viel leichter. Hier ist nicht Plastik am Plastik, sondern hier ist Metall am Plastik und das gleitet wunderbar, also völlig easy. Da kommt hier von unten eine Schraube durch, die sich hier nicht drehen kann. Und da kommt praktisch dieser Block drüber. Durch diese zwei Metallstifte steht er immer im rechten Winkel. Und da schraube ich dann einfach oben den Knopf drauf. So. Mache ich den ein bisschen los, zack, hier, das gleitet ganz einfach und da drauf kommt dann noch so ein Lineal, das passt hier jetzt unten drunter durch, das wird hier hinten bündig angelegt und mit einem doppelseitigen Klebeband hier von 3M mache ich das fest und dann kann man hier immer wunderschön, wenn jetzt der Knopf fest ist, kann man hier immer schön sein Maß ablesen und braucht nicht rumfriemeln und das geht total easy. Das war die Nummer 1. Ach hier, kann ich kurz zeigen. Schaut mal, das Ding ist 6 oder 7 mm dick. Das ist ein Leder. Das habe ich als Muster bekommen und ich werde mal schauen, dass ich das vielleicht 35 cm lang, also so lang, und 10 cm breit machen, nicht 6 oder 7, wie es jetzt ist. Dann kann man das wunderschön auf den Tisch legen, braucht das nicht mal auf den Holz kleben, kann sich das ein bisschen praktisch beschichten, wie man möchte. Und kann dann einfach hier auf dem Tisch ganz locker abziehen. Das Leder bleibt liegen, weil es wirklich sehr dick ist. Ja? Das werde ich vermutlich auch mit reinnehmen. Kommt darauf an, was ich für einen Preis kriege. Wenn ich es zu einem interessanten Preis kriege, sodass ich es euch auch interessant weitergeben kann, dann überlege ich das und werde das wahrscheinlich dann auch machen. Ich denke da auch an die vielen Leute, die halt auch noch, so wie ich, nebenher noch von Hand schleifen und nicht unbedingt offen. Und da kommen wir zum nächsten. Leder abziehen auf der Maschine. Wo ich mich immer geärgert habe, ist, wenn ich auf der Tormek schleife, dann habe ich in der Regel, ich schleife auf meinen CBN-Rädern, habe ich in der Regel immer einen Durchmesser, einen Raddurchmesser von 250 mm.
So, und jetzt gehe ich zum Polieren oder zum Entgraten aufs Leder runter. Ich mache es zurzeit gerade auf dem Rockhard-Filzrad, aber ich will auch dem Leder weiterhin eine Chance geben. Ich glaube, das kommt immer ganz auf den Stahl an, was man benutzt. Auf jeden Fall habe ich mich immer geärgert, dass wir ein Lederrad haben, das 220 mm Umfang hat. Wieso? Ich verstehe es nicht, weil ich will doch nach Möglichkeit mit dem gleichen Winkel wieder aufsetzen. Natürlich kriegen 15 Grad Winkel hin, auch auf einem kleineren Rad, aber ich habe einen ganz anderen Aufsetzwinkel. Das ist sicherlich minimal, aber solche Spinner wie ich, die wollen es einfach exakt haben und genau haben. Und aus dem Grund, 250 mm Lederrad, ihr könnt mal schauen, da ist also das gleiche Leder drauf, wie ich auch meine Hängerleder habe, die ihr schon gesehen habt. Der Übergang, ihr könnt mal schauen, sieht man das hier, wo ist der, ich sehe ihn gar nicht, hier ist auch also schräg angesetzt, so dass es nicht immer so einen Hubbel gibt, ja, und es ist wunderbar verarbeitet. Zu dem Lederrad dazu liefern tue ich auf jeden Fall immer so einen Abstandshalter, weil dann könnt ihr das auf der ganz normalen Tormek-Welle betreiben und gut ist. Und wenn jemand das so macht, wie ich das auch mache, ich gehe her, montiere meinen Adapter fürs Filzrad, den montiere ich hier rein und den lasse ich dauernd drin, weil dann kann ich das da drüben beim Leder aufschrauben, dann brauche ich kein Adapter, dann gehe ich her und nehme diese Rändelmutter, die ich auch mit den Toolbars vertreibe, und die kommen dann da drauf und die liefere ich natürlich auch dazu. Wenn jemand so einen Adapter kauft zu dem Lederrad, gibt es da auch automatisch so eine Rändelmutter dazu. Dann kann ich das Ding drauf lassen und kann es einfach von meinem Leder abschrauben oder draufschrauben. Was auch noch ein Vorteil ist, ich brauche nicht jedes Mal, wenn ich aufs Leder gehe und habe ein längeres Messer, ich brauche nicht jedes Mal das andere Rad runter machen, das auf der normalen Welle sitzt, weil ich bin ja jetzt hier genauso hoch. Das heißt, wenn ich hier nachher rüberziehe, ziehe ich mit dem Griff über das andere Rad weg. Von daher gesehen brauche ich es eigentlich gar nicht wegmachen. So, das war das neue Lederrad. Das werde ich heute Abend in den Shop einstellen. Lieferbar wird es ab Mittwoch oder Donnerstag sein. Muss ich schauen. Aber bis dahin kommen auch die neuen CBN-Räder. Die müssten jetzt eigentlich im Laufe der nächsten Woche eintreffen. Momentan ist ziemlich Frachtstau. Unterwegs sind sie, aber sie sind halt noch nicht hier. Und auch am Dienstag sollte ich meine ganzen Rockhard-Filzräder, die ich bestellt hatte, bekommen. Auch da war ein bisschen Lieferproblem, aber das ist jetzt auch weg. So, letztes noch. Heute mein Muster bekommen. Da fehlt jetzt ein Stöpsel da, wo es drauf steht. Ja, hier hinten liegt er. Ich habe es gesehen. Und zwar habe ich das geplant als Abstellbasis für meine CBN-Räder. Da passen natürlich auch Tormek-Räder rein. Ich mache das später. Das muss da reingesteckt werden. Wahrscheinlich mache ich aber Klebepads drauf. So wie bei dem, das sind übrigens auch, seht ihr hier solche Klebepads drauf. Das Ding, wenn das auf dem Tisch steht, das rutscht ziemlich schwer. Also das bleibt normal schon liegen. So, jetzt ganz kurz. Also hier, das Ding ist geplant für 6 Räder. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Das ist noch nicht final, aber so wird es wahrscheinlich aussehen auf Dauer. Das ganze Ding ist aus einem massiven Kunststoffblock. Aus dem Grund wird das Teil wahrscheinlich auch, ja, also mir tut es weh, aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen teurer sein. Aber mein Hersteller hat mir ein gutes Argument geliefert, zu sagen, ich verkaufe es doch. Der hat gesagt, pass auf, wenn du da jetzt 5 oder 6 CBN-Räder reinstellst
oder 4 CBN-Räder und ein Japanstein und noch Filzrad oder so. Dann stellst du da mal kurz Ware von über 1000 Euro rein, dann darf so ein Ding auch 120 Euro kosten. Und der Kunststoff ist wahnsinnig teuer, weil das ein Block ist, wo dann das Ganze rausgefräst wird, weil ich brauche eine Stabilität. Die Kanten sind angeschrägt, das Ganze sieht dann so aus. Nur um das mal zu zeigen. So stehen die Räder drin. Und wenn das im Loch drin wäre, dann wäre es auch gut. So, so. Und am Ende, ich blende euch ein Bild ein, wie das aussieht, wenn viele Räder drin stehen. So, ich kann aber einfach zugreifen und trotzdem können die Räder nicht umfallen. Und das war mein Ziel. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, bleibt gesund und wie gesagt, morgen werde ich ein Anwendungsvideo machen. Ach so, ja. Es war auch die Rede davon, dass ich hier mit meiner neuen Klammer keine kurzen Messer spannen kann. Da werde ich euch morgen die Lösung dafür präsentieren. Selbstverständlich geht das. Und geholfen bei diesem Problem hat mir der Fabien, das ist ein Kollege, ist Koch, hat die Klammer, hat die ausprobiert und hat gesagt, ja, Ausbeinmesser und so, das ist schwierig, aber es gibt ja einen ganz einfachen Trick und den zeige ich euch morgen. Also seid gespannt. Ich wünsche allen einen schönen Abend, bleibt gesund. Ciao.